Alter, das war knapp, ey. Diese Ecke liegen lassen. Wahrscheinlich, wenn ich einmal meine Hand darüber wische, sitzt sie wahrscheinlich in einem Flugzeug oder so. Letztes Mal war hier mehr Grün zwischen dem Rot. Scheiße. Moin. Moin. Und ras nicht so. Mittwoch, 24. April, nahtlos vom letzten Video. Zwischendurch ja kurz die Sonne geschienen, da hinten kommt schon wieder dunkelschwarz her. Ich will jetzt mal vom Ende vom letzten Video den Schaden hier beseitigen, Kartoffeln einschaufeln. Guck mal, wie schnell die abgetrocknet sind. Das zieht hier ein bisschen durch. Die werden, wenn ihr drauf geachtet habt im letzten Video, waren die alle nass. Quasi klitschnass vom Regen. Und jetzt sind sie trocken. Fast ganz. So, wie gesagt, das Einschaufeln. Eben habe ich noch die Heizung von der Asche befreit. Das wurde unbedingt, war dringend nötig. Dabei habe ich festgestellt, dass sie mir keine Mail geschrieben hat. Da müssen wir nochmal nachgucken, warum das Netzwerk gerade nicht will. Punkt, Punkt, Komma, Strich. Ja, morgen früh um 7 wollen wir mal die letzten Schläge abschmecken mit Gülle fahren. Ob das hinhaut, keine Ahnung. Jetzt aber erstmal eben einschaufeln hier und dann geht's weiter. Gülle fahren und nicht wühlen. Scheiße. Thank you.
alles für morgen früh. Wenn das so weiter schifft, sehe ich schwarz. Donnerstag, 25. April. Es hat aus Eimern geschüttet. Das ist ja nichts Neues, ne? Aber wir wollen das probieren. Ich habe eben noch telefoniert mit ihm. Wir versuchen das jetzt so weit, wie wir kommen. Gülle fahren. Hier mal gleich einen Schlauch rein. Mal eben den Kaffee wegstellen aus dem Schleppe. Ja. Ich hoffe, es geht ein bisschen was. Wenn wir wenigstens da die zwei Stücke, das seht ihr gleich, wenn wir da sind. Das sind zusammen 8 Hektar. Wenn wir die wenigstens fertig kriegen könnten, das wäre natürlich schon nicht schlecht, damit wir auch mit dem Pflügen irgendwann weiterkommen. Aber der Wetterbericht, Leute. Der Wetterbericht. Ich habe eben noch geguckt. Das sieht mal so richtig bescheiden aus. Aber so richtig, richtig bescheiden. Jeden Tag Regen bis Sonntag. Das kannst du nicht glauben. So. Und den dahin. Den dahin. Grille Kuhle aufmachen, Schlauch rein und dann werden sie sicherlich gleich auftauchen hier. Mal schauen. Bis gleich. Ja, sind wir los. Oh, er schmeckt auch schon mal ab hier. Jo, dann soll mal losgehen. Schön 9,33 davor. Wenn der bei diesem Schlag nicht durchkommt, habe ich ihm gesagt, dann hören wir auf, dann hat das keinen Wert. Ja, wir arbeiten uns jetzt so nach und nach von dem, wo ich glaube, dass es noch am ehesten geht, hier und dahinter den Schlag. Und dann arbeiten wir so nach und nach zu den etwas schwierigeren Stücken vor. Aber wenn wir hier dann wenigstens, ich sag mal Montag oder so, wenn dann der Regen, sobald der Regen weg ist, dass wir dann mit dem Pflügen weiterkommen, dann ist ja auch schon ein bisschen was geholfen. Ja. Mal schauen. Jo, und wie gesagt, 30 Meter Gestänge, das kann schon helfen, ne? Dass man dann doch mal um ein Loch mehr rumkommt als sonst. Mal schauen.
nasse Loch, da haben wir zusammen schon mal mit dem Grubber rumgekratzt. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Jetzt mit fast leerer Tonne einmal mal gucken. Wenn das geht, das wäre schön. Und dann geht der ganze Schlag auf jeden Fall, wenn er da durchkommt. Wenn nicht, dann nicht. Ach, scheiße, Mann. Ich muss ja sagen, ich bin begeistert. Das geht ja wie doof damit, ne? Das ist ja geil, du. Schlag ist gleich fertig. Richtig nice. Liegt fein. Das ist Schlagkraft, ihm sein Urgroßvater. Ne? Also ich bin am zweiten Stück, habe hier zwei Drittel ungefähr jetzt eingegrubbert. Und ich komme mit den 6 Metern mit 15 km/h dann nicht hinterher. Wir sind schon am dritten Stück. Wahrscheinlich ist das dritte Stück gleich schon fertig, das kleine Stück. Wahnsinn. So, da fährt Vater gerade. Oder Jens, keine Ahnung. Die Wagen zum Feld. Jürgen hatte vorhin angerufen und gesagt, du, am besten telefonierst du mal eben mit Vater, weil der war nämlich mit einem 3-Meter-Grubber noch da hinten bei den Kartoffelschlägen zu Gang. Er sollte mal eben gucken, ob man da fahren kann, ob der Boden siebt, also ne, dass das nicht schmiert, ob wir pflanzen können. Und das sieht wohl so aus, als würde das gehen. Also geht das gleich mit Kartoffelpflanzen weiter. Jürgen wollte wohl gegen 9 jetzt da sein, habe ich eben gehört. So, wenn das so weitergeht, wir haben das jetzt 8.30 Uhr, dann sind wir bis Mittag mit dem Güllefahren auch durch. Und dann wollen wir mal hoffen, dass es nicht so viel Regen gibt, beziehungsweise nicht so früh anfängt zu regnen, dass wir mal ein bisschen Kartoffelfläche schaffen. Wenn wir heute 10 Hektar, nee, wir müssten heute 11 Hektar schaffen, dann hätten wir Halbzeit. Das wäre für die Gefühlslage, für die Gemütslage, wäre das ja ganz nett. Ne? Ja, mal schauen. Jo, liebe Freunde und Kupferstecher, ich habe jetzt 8 Hektar fertig und die werden wahrscheinlich mindestens 12 fertig. Also auf zum nächsten Schlag. Jetzt haben wir das wie spät? Warte kurz. 8.50 Uhr. Läuft. Wer hätte das gedacht? Hier steht der Düngerwagen. Da hinten, da irgendwo, da kommt Jürgen schon. Aber wir wollen hier jetzt nicht bleiben, wir müssen weiter. Ich hatte den Nachbarn gefragt, der hat da den Kuhstall, wie viel da im Regenmesser drin waren. Das waren nur 4 Liter. Also das ist nicht so viel gewesen hier im Feld wie befürchtet. Das hat so gegallert, wo ich gedacht habe, das sind 10 Liter, die da runterkommen. Nee, ging. So, und da wird anscheinend schon wieder ein Bohrturm aufgebaut. Warum auch immer. Weiß ich nicht, ob die auch Sand gefurzt haben. Jo. Sind die schon wieder verschwunden. Das ist nass hier. Da muss er jetzt mal eben gucken, wo er hier, was er hier gemacht hat. Ah. Oh Gott, das sieht aus, als hätte er hier alles übergefahren. Ne? Da ist eine Spur, da vielleicht nicht. Na, mal gucken.
gespannt, wie das geht. Und von da hinten war noch woanders. Na nü. Und dann mal Schnack. Ein Storch. Glaubst du ja nicht. Einklappen. Der hat die anderen beiden kleinen Schläge schon fertig gemacht. Gibt's doch gar nicht. 16 Hektar hat er jetzt. 16 Hektar und ich habe jetzt 10 gegrubbert. Nee. Warte mal. 12. Junge, 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 Junge. Ja, dann erfährt das hier fertig, dann rücken die schon wieder ab. Jetzt ist wie spät ist das? 10 von 10. Gewaltig, wirklich gewaltig. Aber der kann besser fahren mit dem Fass, mit dem ganzen Geschütz, als ich hier mit 8, 18 mit dem Rubber. Das ist unglaublich, aber so eine
Reifendruckern, Regeldruckanlage, das hilft natürlich auch. Er fährt auf 1 Bar. Das Fass kann auch absenken. Das ist natürlich schon eine geile Sache. Ne? So, dann fahren wir jetzt eben rüber, machen die anderen beiden Schläge, die er schon fertig hat. Und dann kommen wir hier wieder her. Dann sind wir aber zum Mittag auch fertig. Und dann kann ich dann Nachmittag fahren, ablösen, meine Kartoffelpflanzen, mal gucken. Ich glaube, der hat nämlich noch einen Termin. Irgend sowas hat er. Let's Loop war es gestern. So, mal umstellen wieder. So, da kommt schon der nächste Transporter. Die Straße geht nicht ganz so einsaugen. Bin ich schon drin? Nee. Kann ich runterlassen? Nee, du musst in die Höhe oder langsam zurück. Scheiß die Wand an. Höher kann ich nicht. Fuck! Alter, das war knapp, ey. Das war gut bei mir. Ja, fahr mal so zurück. Ja, wenn wir uns an der Theke treffen, dann erinnert es mich dran, ne? Alter. Boah, fuck. Das war knapp, meine Güte. Das habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Die olle Telefonleitung ist hier in der Straße noch oberirdisch. Die hätte ich bald weggerissen. Das hätte Spaß gemacht hier. Oh. Leute, kein Internet mehr und so, das geht ja nicht. Die hängt hier aber auch scheiße tief. Was soll denn sowas? Die hängt hier scheiße tief. Also, die Telefonleitung ist schuld, nicht ich. Fuck, Alter. Junge, 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 Junge. Thank you.
zum Glück fängt es an zu niesen. Ja, ja. 11.03 Uhr, Güllefahren ist fertig. Ich probiere jetzt hier den letzten Schlag noch eben einmal nach. Und dann haben wir das quasi. Wir haben ein Stück, das ist ein keiliges Stück, da brauchen wir nicht hinfahren. Dann müssen wir mal gucken, ob wir da noch was hinkriegen. Und sonst gibt es da eben keine Gülle. Dann ist das auch so, dass es so ein ganz kleines Zeigewerk, wenn wir da sind. Das ist jetzt wurscht. Auf jeden Fall können wir hier bis, also nicht alles, aber die langen Enden können hier geflügt werden. Da, wo wir eben zuletzt waren, da kann geflügt werden. Das ist alles trocken genug dafür. Also das ist schon gar nicht so verkehrt. Dann kann das schon noch ein bisschen weitergehen am Wochenende. Bitte um Vergebung. Ich hatte euch auf dem 818 sitzen lassen, was bisher geschah. Ich bin, nachdem ich zurückgekommen bin vom Grubbern, mit dem Autowagen zum Kartoffelfeld gefahren, habe Vater abgelöst, ist er nach Hause zum Mittag. Jürgen wollte nicht essen, er wollte weitermachen, was an Betracht des Wetters auch richtig war. Jetzt ist Vater wieder da gewesen, hat mich abgelöst. Jetzt will ich Mittag machen und eben gerade 12:30 ging das los mit richtig Schauer. Ja. Höchstwahrscheinlich ist Schluss. Maschine gleich noch eben leer pflanzen und dann Abbruch. Da hinten wird es heller. Ach, ja, ich weiß nicht, aber ich glaube nicht, dass es noch einen Sinn ergibt. Jetzt erstmal was essen. Mittag durch. Der Schein trügt. Das wird auch hier zum Dauerthema, ne? So, mal hinjuckeln. Und Wagen einsammeln. Jo, dann kann ich euch wenigstens zeigen, wie weit wir gekommen sind. Guck mal da. Da regnet's. Da ist ein bisschen heller, aber geil ist das alles nicht. Ich glaube, die laden da gerade die Düngerschaufel ein. Oder wie sieht das aus? Hier hinten als erstes den Düngerwagen, den nehmen wir, glaube ich, gleich als erstes mal eben mit. Der eine Wagen ist leer und den anderen kann verdammt eben runtergelassen. Ist der auch schon? Ja. Sehr gut. Machen wir eben schnacken, was da Phase ist. So, hier fangen die Belaner an. Und das in die Richtung wird alles Belaner. Aber ist ja noch ganz gut was. Das müssen ja irgendwas zwischen 4 und 5 Hektar sein, die er noch geschafft hat. Theoretisch 5 wohl, ne? Mal gleich mal fragen. Habe ich richtig geraten, 5 Hektar. Dann haben wir jetzt irgendwas bei 56 Hektar in der Erde. Vielleicht sind es knapp 57, irgendwie so. Aber nicht die Hälfte, schade. Das war ja ein bisschen das Ziel, ne? So, ich habe hier jetzt erst eben den Kartoffelwagen, weil da sind noch welche drauf. Der kommt nach Hause unter den Schirm und plane auf, dass sie nicht anfangen zu schwitzen und dann ja, Düngerwagen steht ja noch gekippt, da läuft jetzt auch kein Wasser rein. Dann hole ich dann erst den leeren Wagen weg und zum Schluss den Düngerwagen. Dann kann der nämlich gleich hier hinterm Schlepper hinterbleiben. Und dann hoffen wir, dass wir da Montag wieder mit loskommen. Also, dass das Wetter das zulässt, dass wir loskommen. Da wäre noch ein Storch da. Rotzwetter. Herrschaften, was soll das?
In den Wind. In den Wind, ja. Jetzt hier runter, jetzt aber. Toll. Ja, gut, dann holen wir den Sack mal raus. Ja. Und stecken ihn da das kleine Loch. Ja, da rein, ne? Ja. So machen wir das. Wollen wir einen abgestürzten Deichsel retten. Eben schon zu Jens gesagt, der Halter ist so blöd gemacht, der ist nur geklemmt. Warum macht man da nicht Löcher, dass man Bolzen durchstecken kann oder das ist da an der Deichsel festgeschweißt oder irgendwas Sinniges, aber das. Ja. Wieso muss das wieder fest? Was hält. Lassen und gucken, was passiert. Ja. Das kommt ab, ne? Dann muss das so erstmal gehen. Freitag, 26. April. Es schifft schon den ganzen Morgen. Ganz großes Kino. Großartig. Einziger Vorteil, ich habe keinen Stress mit der Physio, wo ich jetzt gerade hin möchte. Jemand hatte kommentiert und im letzten Video, Freitag wird das Wetter besser. Das kann wohl gut sein, aber nicht hier. Hier wird nichts besser. Guckt euch den Scheiß an hier. Ungeil. Jo, wir sind im Wind, aber der Wind ist gerade gut. Also jetzt zum Filmen nicht, aber ansonsten ist er gut. Wir haben Sonne und Wind. Wir hatten auch ein paar Tropfen Regen heute, aber das ist nicht nennenswert. Ich denke mal, das geht hier morgen. Das sieht ganz gut aus. Morgen früh um 7 kommt Jürgen. Und achso, habe ich gesagt, welcher Tag ist? Heute ist Sonntag, der 28. April. Das sieht ganz gut aus. Also sollten morgen hier die Kartoffeln fertig werden. Wir fahren dann nochmal eben einmal hoch, dann seht ihr auch, ich kann es erkennen, ihr wahrscheinlich nicht auf der Kamera. Wir fahren aber eben hoch. Ja, die Jungs von der Bohrgesellschaft haben irgendwie auch keinen Sonntag. Die arbeiten da, bauen am Turm weiter. So, dann
wollen wir nämlich morgen dran denken, diesen Akku zu tauschen, sehe ich gerade. Und dann wollen wir morgen hier den Rest Belana pflanzen. Und dann werden wir, müssen mal gucken, wie weit wir mit dem Pflanzgut kommen. Ob das auch noch fürs Vorgewende mit reicht oder. Ja, mal gucken. Auf jeden Fall werden wir die komplett auspflanzen, die wir haben. Moment. Jetzt runter. Da kann man sehen, das hier ist gepflanzt und das da in die Richtung. Das soll dann morgen fertig werden und danach geht es am anderen Schlag weiter. Da fahren wir auch noch mal kurz gucken. Bis gleich. Jo, das wäre dann dieser Schlag. Das sind gute 7 Hektar, 7,1 um genau zu sein. Da ist Wasser. Und da sind doch vereinzelt noch ein paar Stellen drin, die noch dunkel aussehen jetzt. Da müssen wir gucken, wie das denn morgen geht. Fangen wir an dieser Seite hier an und pflanzen dann in die Richtung, gucken, wie weit wir da kommen. Normalerweise, also so pflügen ging das. Da hinten an den Bäumen, an der Baumreihe, da wird das ein bisschen schwierig werden wahrscheinlich. Aber irgendwie sollte das meiste gehen. Hier so ein kleines nasses Loch, aber das ist nicht mehr schlimm. An den Bäumen da hinten, das ist ein bisschen wilder. Aber das werden wir dann morgen sehen. Das geht ja dann hier morgen auch erst, ja, weiß ich auch nicht, kurz vor Mittag oder so wahrscheinlich, so plus minus, wenn wir da hinten fertig sind. Und ist ordentlich Sonne angesagt, ein bisschen Wind, dann trocknet das ja auch noch ganz gut ab. Ne? Jo, so, da kommen wir jetzt nicht weiter. Dann drehen wir mal eben hier rum, da steht nämlich noch Wasser. Eigentlich hier so ein kleiner Weg. Guck dir das an, alter Schwede. Verrückt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Jo, sehr schön. So, und dann haben wir Dienstag auch noch eingeplant, den ganzen Tag. Wattelsdorf ist noch. Oh, wie viel ist denn das jetzt? Knapp 5 Hektar plus minus, die gepflügt sind. Und dann geht das morgen mit Pflügen noch weiter. Kämpfen wir uns so langsam vor. Dann 8 Hektar, wo wir zuletzt Gülle gefahren haben. Und dann müssen wir gucken, wie das in Osterfesele geht, der 18 Hektar Schlag. Ob man da schon mit dem Pflug hin kann, das weiß ich nicht. Das lassen wir noch mal eben 2 Tage liegen, dass es noch ein bisschen ablüftet. Jo, das wäre der Plan. So, ansonsten haben wir gestern ein bisschen bei den Viechern durchsortiert. Haben ein paar Tiere verkauft. Jo, das hat ein bisschen Ruhe auf uns weitergebracht. Das war gar nicht so schlecht. So, aber das zeige ich euch, wenn wir an der Weide sind. Und da noch mal einmal lang gucken. Können wir eigentlich. Wir fahren noch mal eben zum letzten Schlag, wo wir noch gar nichts machen konnten. Weil er zu nass ist, da können wir auch noch mal gucken, wie der aussieht. Und dann fahre ich wieder nach Hause. Bis gleich. Und das ist das gute Stück. Oh, jetzt ist der Akku rot. Jetzt geht die Kamera gleich aus. Jetzt kommt die Busch. Moment. Da. Das wird auch noch einen Moment liegen bleiben müssen. Da geht noch gar nichts. Jo, also dann, liebe Leute, ich hoffe, ihr habt einen schönen Sonntag gehabt und wir sehen uns morgen früh. Morgen früh auf dem Schlepper wieder. Bis morgen. Moinsen. Montag, 29. Viertel vor 7. Um 7 ist Jürgen beim Feld. Und heute wollen wir was schaffen, ne? Das Wetter angesagt, heute und morgen. Übermorgen sogar 26 Grad. Verrückt. Ich bin gespannt, wie viel Regen dazwischen kommt. Aber laut Wetterbericht, ich glaube Donnerstag oder Freitag erst wieder ein bisschen Regen. Mal schauen. So, wir haben hier jetzt noch Belana drauf. Vater lädt den nachher noch auf. Wir haben noch 8 Kisten hier, die kommen dann noch mit hin. Ja, und danach geht es mit Stärke weiter. So. Ja.
kurz Druck aufbauen und dann geht's los. Los geht's! Na, welches Kinderding ist das? So, pflanze jetzt hier erst die kurzen Enden, dann das Vorgewinde hinten schräg und dann den Rest von den langen Enden. Wir fangen hier mit neun Spuren an. Das heißt, dass wir jetzt hier von da in die Richtung in der fünften Bahn eine Fahrgasse bauen, damit das mit dem Pflanzenschutz nachher anständig hinhaut. Und auf dieser Seite genauso. Also hier geht das dann hier einmal wieder hoch. Auch hier von da nach da die fünfte Bahn, eine Fahrgasse, damit wir da hinten am Wald ordentlich mit der Spritze rankommen. Und dann sollte das klappen. Das Pflanzgut wird wahrscheinlich knapp werden fürs gesamte Vorgewinde. Das müssen wir sehen. Also hier im Schlag, da kriegen wir alles voll damit. Und dann müssen wir mal gucken, wenn dann alle Stricke reißen und das wirklich nicht reichen sollte, dann nehmen wir Restvorgewinde eben noch stärker mit rein. Dann ist das so. Jo, also ist in Gang, alles ist, Dünger ist voll, Kartoffeln sind voll, jetzt ist es 7.24 Uhr und dann wollen wir mal richtig Hackengas geben, damit wir ein bisschen Fläche schaffen. Sehr schön. Und ein, ist das ein, oh, ein herrliches Wetter. Das ist echt zum Genießen gerade, voll geil. Herrlich. So, noch einmal Dünger abgedreht. Passt. Und weiter. Dann eben noch keine Kartoffeln. Kein Moment noch, dann haben wir die kurzen Enden hier endlich geschafft. Das hält natürlich mega auf. Ne? Jetzt ist es 8:22 Uhr. Knappe Stunde in Gang.
Oh, der erste Wagen ist leer. Das hier ist die letzte Schaufel aus dem ersten Wagen. Es wird wirklich noch knapp. Fürchte ich. Letzte Bahn hier, das wird nochmal eine Fahrgasse, wie man sieht. Für das Vorgewende auf der Seite da wird der Dünger nicht ganz reichen. Und bevor wir jetzt hier ganz voll löffeln, haben wir gesagt, kommen wir hier mit einer Schaufel Dünger her, die kleckern wir da rein. Und dann hole ich noch eine Schaufel Kartoffeln, mal gucken, wie viel wir da brauchen. Ganz viel Glück reicht das, ich weiß es nicht. So, hier ist eine nassere Ecke gewesen, er ist durchgekommen, aber ja, die Lenkung das dann auch nicht mehr geschafft, das gerade zu halten. Ne? Hier sieht man so eine Welle drin, also das liegt daran, dass es ein bisschen nass war. Aber es hat alles geklappt, auch die ganz nasse Ecke da im Busch an der Seite, das ist alles fertig. Das ist schon mal sehr schön. Und genau hier haben wir halt auch so ein Lehmloch drin. Bis das dann komplett durchgetrocknet ist, das dauert natürlich. So, da wollen wir Dünger reinkleckern. Junge, ist. Moment. 10.32 Uhr und wir haben schon 19 Grad. Krass. Da werden die Jacke ausfummeln. Aber weswegen ich die Kamera angeknipst habe, ist, ich habe jetzt noch mal eben genau zusammengetippt. Also auf die Kommastelle, wie viel Fläche wir denn jetzt gleich haben. Also, wenn dieser Schlag hier fertig ist, ist jetzt nur noch auf dieser Seite das Vorgewende. Die Kartoffeln reichen übrigens auf jeden Fall. Da bleiben wahrscheinlich noch ein paar über. Das ist richtig schön, das freut mich. Nehmen wir aber nicht mit da hinten hin. Der Rest, den pflanzen wir noch woanders aus. Das seht ihr dann, wenn es soweit ist. Da hinten, da sollten nur Stärke gepflanzt werden. Wir haben jetzt dann, wenn wir hier fertig sind, in einer halben Stunde oder so, 71,9 Hektar fertig von 122. Das sieht schon mal gut aus. Also wir haben die Halbzeit überschritten.
Gott sei Dank. Oh, wir wollen jetzt schon Kartoffeln haben. Will ja jetzt natürlich auch nicht zu viel reinkleckern. Weil wie gesagt, die sollen ja dann, die anderen sollen hier nicht auf dem nächsten Schlag, sondern woanders gepflanzt werden. Da muss ich auch alles noch. Ganz viel bleibt dann nicht über. Aber ist auch gut. Hauptsache es reicht. Yay! Der Schlag ist fertig. 11.20 Uhr genau. Geht's hinten weiter, stecke Kartoffeln. Das Telefon klingelt. So, Jürgen wollte gerne durchpflanzen, damit es heute Abend nicht so spät ist. Und deshalb hat Ina mir gerade lecker hier Brötchen gebracht. Dankeschön. Brötchen und vor allem das Wichtigste, ein frischer Kaffee. Weil auf Brötchen könnte ich gerade noch verzichten, aber auf Kaffee nicht. Sehr schön, wir sind hier beim nächsten Schlag. Die ersten Reihen sind drin. Das sollten wir heute hier noch fertig kriegen. Jetzt warte ich nur noch drauf, dass Vater mit dem Schlepper kommt und mir den Düngerwagen umsetzt. Ich habe eben schon eine Schaufeldünger von ganz hinten geholt. Aber der müsste eigentlich auch jeden Moment hier sein. Jens macht jetzt eben weiter mit dem Befüllen. Wir haben gerade noch Dünger vollgeklatscht und habe jetzt den Düngerwagen hinter. Wir holen nochmal Dünger nach. Also das wird knapp sonst. Für heute hätte es gereicht, aber morgen reicht das nicht. Und wer weiß, was morgen noch wieder alles ist, was dazwischen kommt. Jetzt gerade passt das eben rein, mal eben eine Stunde weg zu sein. Jetzt haben wir es 14:35 Uhr. Mal gucken, wann wir wieder hier sind. Jo. Also Rauch spekuliert. Und überlegt, dass ich so für 12 Hektar Dünger mitkriege. Wir wollen ja auch nicht überladen, ne? Aber das sollte passen. Denn müssen wir nur noch anderthalb Mal hierher. Theoretisch. Und dann haben wir genug Geld ausgegeben für Kartoffeldünger. Passt. Sieht gut aus.
15:31. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das jetzt eine knappe Stunde. Jo. Abend. Muss auch noch woanders hin, wa? Schauen wir mal.
gar kein Wert. Alter Schwede, was ist das denn hier? Er wollte nicht mehr zurück. Und die Ecke, diese Ecke liegen lassen und fertig, oder was? Ja, müssen wir. Ja. Hast du keine mit? Ja, habe ich hier. Muss ja nicht so doll reißen, nur ein bisschen, ne? Hoffe ich. Du musst ja nur ein kleines Stück vor, wa? Also das ist wirklich diese Ecke hier. Ich weiß nicht, ob ihr das eben gehört habt, aber wir haben gesagt, wir lassen hier die Ecke liegen. Das hat keinen Zweck. Das ist ja totale Scheiße. So, ich fahre in der Fahrgasse wieder hoch. Und dann kann er weitergehen. Hier am Vorgewende angekommen. Ich habe jetzt noch keine Kartoffeln wieder in der Schaufel. Das könnte schon reichen, dass wir nicht, dass wir nicht so viel rauslassen müssen. Wir machen jetzt das hier, wenn das fertig ist, fahren wir nach Hause. Dann müssen wir einmal die Wassertanks nachfüllen für die Beize. Und dann machen wir zu Hause, fahren dann halt den Düngerwagen, der ist schon weg. Der steht zu Hause auf dem Hof. Dann machen wir die Pflanze noch mal einmal voll mit Dünger. Und dann haben wir noch 2 Hektar auf dem Zettel. Oh Mann, 2 Hektar auf dem Zettel mit dem Rest von unseren Pflanzkartoffeln für nächstes Jahr. Wir haben noch eine halbe Kiste, gute halbe Kiste ist es, glaube ich, Stärke Profi, die da rein soll. Und dann sollen die Kuras, die wir gekauft haben, die sollen damit rein. Und wenn wir das drin haben, dann ist auch für heute Schluss und dann geht das morgen früh da weiter. Aber wie gesagt, wir setzen nochmal um. Jetzt ist es 5:45. So bummelig 6:15 auf dem Hof. Ja. Nochmal eine 15 Minuten weiter, dann hatte ich schon am nächsten Schlag. Mal gucken. Aber es klappt gut. Das war jetzt nur das eine, da wo, habt ihr ja gesehen, wo Jürgen einmal festgesessen hat. Ansonsten ging das hier sehr, sehr gut. Besser als gedacht. Also das hat jetzt richtig was gebracht mit dem Abtrocknen. Wir haben jetzt allerdings auch immer noch 25 Grad draußen. Wenn es 24 sind, aber die sind es bestimmt.
Und immer noch einen leichten Wind. Also das hilft jetzt richtig mit dem Abtrocknen. Dann geht das jetzt auch mal voran. Sehr schön. Da lacht das Herz. Auch auf 32, dass sie nicht so groß werden. Ja, ich brauche sie. Nee, das tut mir nicht. Ja. 32 ist das passt, glaube ich. Und wo ist das Stück? Richtung Westerfiesede und dann da rechts bei dem Güllesilo rechts rein. Bei Marken mit Güllesilo da. Ja, und dann an der linken Seite. Ich kann ja gleich eben vorfahren. Ja. Ich glaube, die verkehrt jetzt gleich oder? Hier eben in der Ecke kippen, wenn ich ganz vorfahre. Ja? Wenn ich hier ganz vorfahre, der Rest müsste hier in der Ecke reinpassen. Ne? Ja.
Jo, also, wenn wir ganz viel Glück haben, kommt er noch einmal hoch. Das kleine Miststück hier, das kleine Miststück. Aber ist gar nicht schlecht für Saat. So, jetzt habe ich hier schon Kuras drin, da haben wir 3 Tonnen auf dem Wagen, quasi 1 Hektar. Da werden wir dann den Rest, da ist ja so ein Graben zwischen, ich weiß nicht, ob ich das beim Grubbern gezeigt hatte, weil bin mir jetzt nicht schlüssig. Haben wir ja letzte Woche Gülle gefahren und eingedobert. Nee, doch, Anfang dieser Woche. Ach Mann, ist doch egal. Und im letzten Video, nein, in diesem Video, oh, keine Ahnung. So, und da hinten rechts pflanzen wir dann den Rest von der Kuras aus. Dann kommt danach die Lea Z. Die kommt daneben. Dann haben wir noch, das sind 2 Kisten, also auch 3 Tonnen. Dann haben wir noch 3 Tonnen Belana Z, die kommen dann daneben. Und dann, wenn hier noch was frei bleibt, kommt noch ein bisschen Konsumware rein. Belana. Jo, und dann sind wir hier durch. Ich wollte, und da hinten das Stück, ja, das kleine, das noch kleinere Miststück. Ich wollte hier, eigentlich hatten wir ja hier gar nicht unseren Nachbau eingeplant, aber der Feldnachbar kriegt hier auch Saatkartoffeln. Und das, ich glaube, das habe ich aber auch schon mal angedeutet, das ist halt scheiße, ne? Dann, deshalb machen wir jetzt hier auch Saat. Das wollen wir ihm dann nicht antun, dass wir hier Konsumkartoffeln oder Stärke womöglich noch. Ja, ist wie es ist, ne? Gut, so. Also sprich, wenn er gleich wieder hier ist, haben wir noch 1 Hektar nach und dann ist für heute Feierabend. Jetzt ist es 7:10. Dann haben wir heute, oh Mann, ey, haben wir heute 7, 10, 1/2, irgendwie so bei 12 Hektar geschafft, trotz des ganzen Hin- und Hergetüdels. Also das ist in Ordnung, da kann man nicht mehr ran. Auf jeden Fall sind wir dann über die 80 Hektar hinaus, war schon mal sehr schön. Ist dann morgen nochmal 10 Hektar plus minus und dann ist erstmal Feiertag. Da hat Jürgen erstmal woanders Aufträge. Ich denke auch nicht, dass wir morgen den ganzen Tag noch brauchen. Also wir, das hier war ja schon für morgen eingeplant. Das sind ja dann auch schon mal eben 1,5 Stunden weniger. Und dann kann er morgen schon zum nächsten fahren. Rechtzeitig. Wenn alles glatt geht. So, und dann fällt mir noch ein. Ha! Finalerweise endlich jetzt geklärt. Jetzt sieht es ganz stark tatsächlich danach aus, dass wir morgen unseren Schlepper kriegen. Feldprobe, ne? Also Feldprobe ist, also der Schlepper ist quasi gekauft, es sei denn, da ist irgendwas mit, wovon ich nicht ausgehe, weil er deutlich weniger Stunden hat als das erste Exemplar, das wir uns überlegt hatten. Aber dazu morgen mehr, wenn er da ist. Jo, jetzt spare ich ein bisschen Akku, damit ich zum Schluss auch filmen kann, weil der ist nämlich gleich auch schon wieder Männer und Jürgen kommt auch gerade hoch. So. Düngerwagen eben unter das Dach, Düngerschaufel aufladen und dann lade ich noch eben die erste Sorte, die beiden Kisten auf den Wagen. Das sparen wir morgen früh auch eine Viertelstunde. Und dann haben wir es für heute. Jetzt ist es 7:45, das hat auch echt geklappt heute, kann man nicht mehr gern. Scheiß auf Einstellung. Ach, stopp. Vielleicht sollten wir aber den Wagen runterlassen. Das wäre sinnig. Vielleicht sollten wir noch Druck aufbauen.
Ja. Fuck, der Sprit im Stadler so leer. Das war's für heute. Bis morgen. Moin. Ja. Dienstag, 30. April, 6:15. Nein, den. Oh, haben wir schon Druck, kann das schon losgehen. Licht. Den Düngerwagen erstmal im Hinfahren. Und dann geht's mit Kartoffelpflanzen um 7 los. Irgendwo wird um 7 da sein. Ach Scheiße. Zu spät eingeschlagen. Das liegt am fehlenden Kaffee, aber da ist er. Ich habe erst eine Tasse getrunken, das reicht nicht. So. Dann mal los. Unterwegs. Vielleicht darf ich mal, aber ich glaube, ich werde dann hier weiter befüllen und Sven wird dann gleich probern hier. Mal schauen. Auf jeden Fall sollte ich ihn erstmal mitbringen.
Noch nicht ganz so treffsicher. So, 583.719 Telefonate später. Ja, ganz nicht. Ich ziehe noch einmal zurück. Jens! Ich hab hier irgendwo am Baum noch eine Forke stehen. Nehmt ihr die nachher mit? Nein. Irgendwo habe ich hier noch eine Forke am Baum stehen, dass die nachher mitkommt. Ja. Und die Tüten eben mit in die Schaufel, ne? Ja. Vater lädt jetzt eben die anderen Kartoffeln auf, fährt den einen Wagen da hinten hin. Dann machen wir, wenn diese leer sind, da hinten erst weiter. Und wenn dann nachher noch Zeit ist, hier nochmal eben wieder her. Bloß, dass wir da hinten die Stärke erstmal reinkriegen. Ich fahre noch eben nach Osterfesel, dass das da durchlüftet. Einmal mit dem Grubber durchziehen. Ja, auch jetzt brauche ich euch das gar nicht nochmal erzählen. Jetzt habt ihr schon alles gehört. Ne?
Ja, ja, das brauche ich noch eine Woche Sonne. Aber immerhin komme ich durch, ohne hier irgendwie rumzuwühlen. Aber das ist noch nicht gut. Hier sieht man das hier, wie es dunkel ist. Das ist noch schön nass alles, ne? Naja, und an dieser Stelle noch mal ganz liebe Grüße an René Wengeleski. Der steht gerade auf unserem Kartoffelfeld bei Jens. Ja, Jens, musst du es alleine aushalten, ne? René, nächstes Mal kannst du auch vorher Bescheid sagen, hätte ich das auch hingekriegt. Aber jetzt muss ich erstmal fertig werden und das ist so weit weg. Dann kann ich jetzt nicht mal eben hier nach Hause juckeln. Also, bis zum nächsten Mal. Und wir machen hier noch ein bisschen weiter. Ich denke mal so 3-4 Bahnen oder so müssen wir auf jeden Fall noch. Nimmst du quer, hast du mehr, da wärst du auch nicht durchgeschüttelt hier. Mann, Mann, Mann. Aber da hinten hin, da sieht das jetzt gut aus. Also das wäre, ab hier wäre es quasi alles schon zu pflügen. Das wäre überhaupt kein Thema. Und zum Pflanzen auch anständig. Aber halt der ganze vordere Bereich hier ist noch viel zu nass. Da geht noch nicht. Und deshalb ziehen wir hier einmal durch, dass es noch ein bisschen schneller ablüftet. Heute und morgen sind ja auch wieder über 20 Grad und ein bisschen Wind angesagt. Dann hilft das auch gewaltig. So dass ich hoffe, dass wir nächste Woche spätestens hier beikommen. Das ist natürlich so ein bisschen abhängig davon, wie viel Regen kommt. Also im Wetterbericht steht tatsächlich auch wieder ein bisschen Regen drin. Ich glaube, Freitag war es. Die eine Wetter-App ist sogar der Meinung, es gibt 13 Liter. Also das brauche ich jetzt nicht. Ne? Wie immer, wir lassen uns überraschen. Und ich stuckel hier jetzt noch ein paar Mal hin und her. Und dann mein Grubber sauber. Da hockt er, der René. Macht hier Fotos. Das war ein Zufall. Er wollte nur die Maschine fotografieren, sagt er. Moin! Moin! Nochmal einmal richtig für die Kamera. Jawohl. Das ist nur für euch. Wir haben die ganze Zeit schon gequatscht hier. So, und du machst hier Fotos, sagst du? Genau. Ja, und? Spontaner Besuch. Eigentlich wollten wir nur unsere wunderschöne Prius anfahren hier. Sind jetzt hier bei einer Legemaschine ohne Schwanenhals mal, auch ein bisschen besonders für uns, weil viele Maschinen halt mit Schwanenhals verkauft wurden. Da wollen wir ein paar Foto- und Videoaufnahmen machen und dann hat sich auch mal herausgestellt, dass wir hier bei dir auf den Flächen unterwegs sind. Ja. Habe ich auch nicht mitgerechnet, bis ich Jens gesehen habe. Da ist er. Ja, die Welt ist klein, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, geil, aber dann sind wir hier auch gleich durch. Und ihr habt ihr genug gekriegt, jo? Was meinst du, Bilder? Aufnahmen, oder? Ja, wir werden auf jeden Fall noch mit zur nächsten Fläche fahren. Also da werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen was machen, ja. Ja, der war zu. Ja, und hier ist gleich durch, ne? Ja. Kartoffeln scheiße, ne? Ja. Ja. Kollege läuft da hinten auch noch mit dem Gimbal rum und filmt. Da bin ich mal gespannt, ob wir das zu sehen kriegen. Ich habe schon zu René gesagt, da haben wir auch den größten Schlag, den wir haben, ausgesucht hier, ne? Mit 2 Hektar. Ja. Aber auf Fotos sieht man das ja eh nicht. Von daher ist es Lachs. Was für ein schönes Wetter. Hast du Geburtstag? Hast du Geburtstag?
Scheiße. Abrücken. So, wir haben da hinten noch 2 Hektar. Da fahren wir nochmal eben hin. Hier, guckt ihr den Scheiß an. Das gibt's doch überhaupt nicht. Mann, das staubt hier. So, René hat schon was gepostet auf der Grimme-Seite. Und da muss man ja sagen, das kann er wohl. Sieht geil aus. Jetzt da gerade hier noch mit der Drohne am Rumfliegen. Aber wir machen jetzt gleich Schluss, weil auf dem anderen Stück, habt ihr ja gesehen, mussten wir rausziehen, keine Chance. Habe ich auch gesagt, komm, Arsch lecken, das hat keinen Wert. Was sollen wir da rumwühlen? Dann sind wir hierher gefahren. Und was soll ich sagen? Hier, super. Da hinten, scheiße. Da wollte er die Spur ziehen, die AB-Linie holen. Und da ist er ist selber wieder rausgekommen. Aber da, man kann es mit bloßem Auge sehen. Ich weiß nicht, ob man was auf der Kamera sieht. Da ist auch schon leicht gewühlt. Also haben wir gesagt, wir pflanzen jetzt die Maschine leer, also sprich den Dünger leer. Ich habe hier noch jetzt eine Schaufel voll und da ist noch, ich weiß nicht genau, vielleicht eine halbe Schaufel auf dem Wagen. Da wären sonst die nächsten gewesen. Dann hätte das hier noch richtig schön was geschafft. Aber nö, wird nichts. Aber ist denn so, wühlen können wir immer noch. Wir sind jetzt relativ gut davor mit, ich sage jetzt einfach mal gerundet, rund 85 Hektar, wenn wir gleich aufhören. Nee, ja doch. Die müssen wir haben, 85 Hektar knapp. Dann brauchen wir, warte mal, 1, 2, ja, dann brauchen wir noch irgendwie knapp 4 Tage zum Pflanzen und dann haben wir es. Vielleicht kriegen wir auch den großen Schlag, den 18 Hektar Schlag in Osterfesede an einem Tag. Das ist sehr sportlich, aber vielleicht kriegen wir es hin. Mal schauen. Aber erstmal jetzt, wie gesagt, Pflanzer leer machen. Und dann ist mit Pflanzen Schluss für heute. Dann können wir dann nach dem Mittag, wobei eigentlich schon Mittag ist, ist halb eins, den 27 nochmal im Volltanken. Und dann kommt hoffentlich der für uns neue Schlepper dann irgendwann auch mal heute Nachmittag noch. Der 27 geht zum Nachbarn, der geht nicht zurück. Der kriegt den noch bis Samstag, glaube ich. Und dann bringt er den wieder zurück. Jo, das ist der Plan. Unterwegs auf dem 27. Ja, wieder so viele Knöpfe hier, wo man nicht weiß, ich nicht weiß, was was ist. Ich habe noch so viel zu lernen hier. Jetzt ist alles mit Touch hier. Wahrscheinlich, wenn ich einmal mit der Hand darüber wische, dann sitzt sie wahrscheinlich in einem Flugzeug oder so. Keine Ahnung. Das ist schon interessant. Ja. Riecht neu, ist schön. Schlagloch hier mitten auf der Straße. Ja, schönes Fahrzeug. Könnte man sich dran gewöhnen. Mal schauen, ne? Kameramontage, Innenaufnahme. Guck an. So, ist aber auch gleich leer die Maschine und dann ist hier Schluss. Jo, ich warte jetzt noch eben, dass ich Jürgen die Düngerschaufel gleich reinsetzen kann. Und die beiden Jungs ziehen von dann, die wollten gucken, ob sie noch woanders was zum Filmen finden. Und wir machen hier gleich Schluss. Eventuell, ich habe jetzt noch keine, jetzt ist es 13 Uhr schon, ich habe noch keine Meldung bekommen, wie das jetzt mit dem Schlepper laufen soll. Wenn ich zu Hause alles fertig habe, dann können wir den im Zweifel auch abholen. Dann müssen die nicht fahren. Mal gucken, mal sehen, was sie sagen. Aber 18 Uhr muss ich an der Burg sein. Nee, eigentlich schon früher. Ich will auch noch duschen vorher. Weil heute Abend sind wir zum Grillen eingeladen. Das passt ja ganz gut, ne? Ich hatte mir schon Sorgen gemacht, dass das nicht hinhaut. Ja, und da wir eh nicht pflanzen können, kann ich auch mit ruhigem Gewissen dahin gehen. Sehr schön. Hier wurde das eben auch schon wieder weich. Man kann das hier an der Spur sehen. Da ist er einmal so ein bisschen abgegangen. Da ist er nicht nachgekommen. Ne? Aber die Pflanzmaschine müsste eigentlich jetzt auch jeden Moment leer sein. Mal schauen. Weil da so wieder an der Seite das Geschmiere, das geht später immer noch, falls es nicht abtrocknet. Aber so wie heute und morgen, das hilft ja nochmal richtig. Man sieht das auch dem Boden nicht an, sagt er eben auch. Aber wenn du jetzt hier, guck mal, den Staub ein bisschen weg,
Und da haben wir schon ab einer Tiefe von 2 cm, nicht mal 2 cm vielleicht, da ist der Boden feucht. Ja. Jens kann nicht nur blasen, der kann auch saugen. Und pfeifen. Ganz wichtig, immer Strom auf dem Fahrzeug, ne, dass man auch mal sein Telefon laden kann. Und wir haben da ja mal welche von euch geschenkt bekommen. Und jetzt kommt hier endlich einer mal auf den 718 rauf. Den lege ich mal den dahin. Dann kann Sven den einbauen, da wo er hin soll. Dann macht das auch Sinn. Da ist er gut. Einen habe ich schon auf dem LKW. 3 kamen da, glaube ich, damals. Einen habe ich auf dem LKW, einer ist jetzt auf dem 718, einen haben wir noch in der Werkstatt. Und mal gucken, wo der dann hingeht. Ne? Lass uns überraschen. So, und jetzt wollen wir gleich eine kleine Ausfahrt machen. So, da sind wir mal schon wieder. Ich habe einen Fahrer. Guten Tag. Guten Tag. Haben Sie fein gemacht, unfallfrei nach Alaschik gekommen. Letztes Mal war hier mehr Grün zwischen dem Rot. Der ist da, da steht er doch, der mit der 40 da. Mit der ja, da, da, hier sogar Frontlader haben sie dran gelassen. Ja. Das ist ja gut. Also da im Parken, da rechts das Kundenparkplatz. Ja, der sieht gut aus. 311er LSA, so machen wir das. Oh, hier, 514. Also Jens fährt jetzt den Schlepper nach Hause, ich fahre mit dem Auto zurück, das kann man dem Mitarbeiter ja auch mal gönnen. Ne? Also, dann fahr vorsichtig, hörst du? Ja, ja. Und ras nicht so. Tschüss. Tschüssing. Den Weg fängst du ja, ne? Ja, ich weiß Bescheid. Du fährst wie ich in 5 Jahren. In 5 Jahren? Ja, genau. Aber da fehlt der Getränkedosen halt. Nee, da ist einer, rechts neben dir, ne? Ja. Ja, dann ist alles da. Links auch. Oh Wunder, es ist ein Fendt. Ja, jetzt habt ihr es wohl schon erkannt, nicht wahr? Aber ihr wisst noch nicht, was für einer. Oder es sei denn, ihr habt das bei Jens eben auf dem Video gesehen. Ein 724, so wie ursprünglich auch gedacht bei dem ersten Versuch. Wir haben hier jetzt allerdings nicht 3400 Stunden, sondern 1400 Stunden. Genau genommen 1407,7 Stunden. Softwarestand auf Up-to-Date, haben sie alles nochmal neu gemacht. Wir haben Konturassistenten drin, TI Headland, also Vorgewinne-Management mit automatisch drehen und dem ganzen Quatsch. Da können wir zusammen dann mal ein bisschen mit rumspielen und rausfinden, wie das funktioniert. Jetzt war ja heute Morgen gerade René da, ne? Habe ich ihm auch zu Michi gesagt, da hätte man ja, hätte René ja auch mal machen können, ne? Hätte uns das mal zeigen können. Aber gut, vielleicht ein anderes Mal. So, und jetzt bin ich gespannt. Wie gesagt, die Maschine auf Feldprobe. Allerdings in diesem Fall jetzt nur, da habe ich auch gesagt, das reicht, wenn wir 7 Tage kriegen können. Ist das schön. 7 Tage Feldprobe. In den 7 Tagen werden wir feststellen, ob alles okay ist. Und wovon ich jetzt mal ausgehe. Und wenn dem so ist, dann haben wir einen neuen Schlepper auf dem Hof. Also für uns neu. Neu ist er ja nicht. Ja, ach guck mal, das ist noch ein bisschen mager hier eingestellt, die Drückung. So, auf 3 darf das ruhig. Sehr schön. Wir mussten eben noch ein bisschen Sprit nachtanken, damit ich auch nach Hause komme. Und dann probieren wir den mal in Ruhe aus. Wenn wir zu Hause sind, laufen wir dann auch noch mal mit der Kamera drum.
Jetzt will ich erstmal zusehen, dass ich zurückkomme. Wir haben es jetzt schon 3:30. Ja, läuft. Vorne der Konsolen haben wir dran. Schnellkuppler, also unser Cargo 5X90, der geht hier auch saugenschmatzend ran. Das ist ja auch das, was ich auch immer gerne wollte, dass wir mal eine Notlösung haben, wenn mal irgendwas mit dem 718 sein sollte, dass wir den Frontlader hier auch rankriegen. Das ist auch der Fall. Also alles schön. Und den Rest, wie gesagt, dann später und im Laufe der nächsten Tage, wenn wir dann noch richtig damit arbeiten. Der Jens im Autowagen. Oh, was ist hier los? Wenig Kartoffeln gepflanzt? Oh, tatsächlich. Aber der Pflanzer ist da ganz hin. In separierte Beete hier, sehr schön. Da kriege ich ja wieder Bock, ne? Aber geht ja nicht im Moment. Schade. Schade. Junge, was hier los, ey? Ritara, der Fendt ist da. Licht aus. Jo, ich erzähle davon noch mal in Ruhe. Kurzer Überblick. 300 Kilogramm Radgewichte links, rechts. Was noch fehlt? Was noch kommt, ist einmal ein Frontgewicht, eine Tonne, bestellter, beziehungsweise hat er bestellt und ist noch nicht da. Und Reifendruckregelanlage kriegt er. Mann, Ruhe. Reifendruckregelanlage kommt noch drauf. PTG. Das machen wir irgendwann, keine Ahnung. Wenn die Kartoffeln drin sind, zwischen Kartoffelpflanzen und Getreideernte, irgendwann bringen wir den nochmal hin und dann können die das nochmal anbauen. Und dann über Isobus quasi Schlepperterminal zu steuern, Zweikreisanlage. Ja, das sollte schick haben. Bereifung haben wir hier vorne 600er und hinten 710er. Ich denke, wenn wir dann die RDA auch dran haben, dann soll der auch ordentlich was ziehen. Jo, ansonsten schönes Ding. Herrlich. Das wird hier immer besser. Fantastisch. Ich habe gar keine Hand, warte. Stößchen. Stößchen. Moinsen. Donnerstag, 2. Mai. Ich habe so langsam jetzt in Gang. Ich habe jetzt ist die Kamera angeschmissen, 7.38 Uhr. Osterfese, 18 Hektar Schlag. Und zwar wollen wir mal ein Experiment wagen. Und das lautet Horst Tiger zu Kartoffeln. Ich bin mir noch nicht so wirklich schlüssig, ob das schlau ist. Vater und ich haben rumgegrübelt und haben dann gedacht, das probieren wir jetzt mal aus. Also ich werde auf jeden Fall den ersten Teil, da verspringt das ja. Das sind hier von da, von dem Versprung bis hier, sind das 5 Hektar. Insgesamt 18, wenn man alles nimmt. Ja, mal schauen. Ich will mir das gleich nochmal angucken. Ich bin immer noch so ein bisschen am Einstellen. Aber ich glaube, so leidlich habe ich es. Ja, keine Ahnung. Versuch macht klug, ne? Auf jeden Fall ist es natürlich nicht so sauber wie mit dem Flug. Das heißt, dann
höchstwahrscheinlich mit dem Herbizid früher kommen. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir müssen so oder so Vorauflauf spritzen. Von daher ist das eventuell gar nicht so viel. Also gar nicht so schlimm. Wir werden das sehen. Die Überlegung ist noch, dass wir dann irgendwo da in der Mitte auch noch mal ein bisschen mit dem Flug bearbeiten, sodass wir dann auch einen Vergleich haben. Das wäre vielleicht gar nicht ganz doof. Das kriegen wir wohl noch hin. Heute kommt eh kein Pflanzer. Wettermäßig ist auch nicht so geil jetzt. Angeblich ab morgen wieder Regen. Wir warten es mal ab. Aber jetzt im Moment komme ich hier durch. Hier hatte ich ja da hinten noch, wann war denn das? Für euch die letzte Aufnahme wahrscheinlich sogar, ne? Ne, die letzte Aufnahme war beim Grillen. Habe ich da hinten hier noch quer gegrubbert, damit das abtrocknet. Das hat richtig gut funktioniert. Also da bin ich jetzt problemlos durchgekommen. Ein bisschen weiter zur Mitte könnte das noch ein bisschen schwierig werden, aber dann lasse ich es da sein. Also rumwühlen will ich nicht. Ja. Rest sehen wir gleich. Ich will mal gucken. Ich zeige euch gleich nochmal das Geschütz von außen. Ich habe noch ein schönes Frontgewicht geliehen bekommen, aber dazu gleich mehr. Jo, so, mal einmal Beine vertreten. Wir haben jetzt hier gleich 5 Hektar fertig. Oh Gott, wie spät ist denn das? 9.37 Uhr. Könnte gehen. Wir probieren das. Wir probieren das. Ich mache auf jeden Fall weiter. Sollte hinhauen. Dann nochmal in die Schare nachgucken. Ich habe noch Ersatz mit und einen Schlagschrauber habe ich dabei. Und dann nochmal einmal ganz kurz dicke Grüße an Nachbarn und vielen Dank, dass ich mir das Frontgewicht ausleihen durfte. Unsere sind natürlich deutlich zu leicht. Dies ist ein bisschen über. Das hat hier 1800 Kilo. Ja, ist schon ganz schön krass, aber der zieht auch wie doof jetzt. Also das geht echt gut. Also da, wo es ein bisschen feucht ist da hinten, ich musste noch nicht einmal ausheben, das hat alles super funktioniert. Also bisher wirklich schön. Und da habe ich dann, mal kletter mal wieder rauf, da ist der Wind nicht so hart. So, ja. Dann gleich weiterfahren. Jetzt hatte ich schon mit Schröder gesprochen, also eigentlich hatte ich ja gesagt, mir reicht eine Tonne. Jetzt bin ich davon nicht mehr überzeugt, ehrlich gesagt. Also das muss doch ein bisschen schwerer werden. Hat aber da, also wäre nicht das Problem. 1800 muss ich nicht haben, aber 1000 ist dann so bei dieser Anwendung oder wenn man irgendwann doch mal mit einem größeren Flug los will. Wir kriegen theoretisch eigentlich noch eine Flugvorführung von Lempen. Da müssen wir mal gucken, wie das alles zeitlich reinpasst. Wahrscheinlich werden wir das beim Nachbarn machen dann, weil der noch mehr Fläche nach hat zu Mais. Aber auf jeden Fall wollen wir gucken, dass wir es irgendwie mit hinkriegen. Und da sagt er auch schon, ja, da musst du eigentlich mindestens 1200 haben. Mindestens. Ja, eher noch ein bisschen mehr. Ja, und dann ist auf Dauer für uns. Kleine Gewichte haben wir ja nur 2. Dann sollte man vielleicht doch etwas über eine Tonne jetzt nehmen. Ne? Jo, wieder was dazugelernt. Ansonsten läuft das alles hier ganz geschmeidig durch. Also kann man nicht meckern. Spritverbrauch, ich habe jetzt hier 7,6 km/h eingestellt. Wir fahren jetzt hier mit 1450, 1460 Motorumdrehung und er nimmt sich aktuell hier ja, 32, 33 Liter in der Stunde. Das sind dann irgendwo so 16 Liter auf dem Hektar, also über einen ganz groben Daumen. Naja, mal schauen. Wir wollen es ja ausprobieren, Zuckerkartoffeln, und wir werden dann sehen, wie es geht. Jo, Mahlzeit. Ich bin jetzt hier mitten im Garten, in dem alten weißen Gartenhaus bei Gerda und Johann. Bin ich gerade in der Gänge. Sieht auch gut aus mit Sicherheit. Sven würde gerne hier Erntehelfer reinkriegen, wenn das dann losgeht mit der Kartoffelernte, dass wir das mal irgendwie in die Gänge kriegen. Dann mal gucken. Ja, das ist das alte Haus von dem alten Lehrer. Hier haben wir die alte Schule nebenan und das gehört ja alles dazu, hier der ganze Garten.
Und hier hat damals der Lehrer drin gewohnt. Festes Haus, gemauert. So, und jetzt bin ich hier gerade bei, alles ein bisschen umzurocken. Hier, da baue ich jetzt gerade eine Tür zum Bad rein, oder ja, zur Toilette. Da war jetzt nur draußen die Tür. Da kann man nur von außen rein, aber dann soll hier noch eine Dusche rein. Ich gehe da gleich mal rum. Hier ist dann das Stück, was hier mal Küche war. Das habe ich auch schon alles rausgenommen. Hier gab es auch bloß kaltes Wasser. Also das muss dann auch noch alles ein bisschen umgemacht werden. Dachboden haben sie auch, aber da ist nichts drauf. Da muss auch nichts drauf. Ja, und das ist dann hier so die Räumlichkeit. Ne? Also sollte ja reichen, kleine Küche, Schlafmöglichkeit hier und dann da zum Sitzen dann. Ja, und dann eben, weil es eben schöner, wenn man dann auch ins Bad reinkommt von dieser Bude. Wir gehen da mal eben rum. Kommt der Elektriker noch rein, der macht dann noch alles fertig und der Klempner, und dann soll das für die Zeit in der Ernte eigentlich reichen, denke ich mal. Ja, das ist ja schon mal da, dann soll da in die Ecke so noch eine Dusche rein, wenn ich die Wand hier raus habe. Und dann kommt hier noch hochgemauert, das mauere ich dann noch zu bis dahin oder sowas, und dann kommt hier noch ein Fensterelement rein. Ein bisschen anputzen ist jetzt nicht auf den neuesten Stand, aber als Gartenhütte oder eben für die Zeit in der Ernte sollte das doch wohl reichen, denke ich mal. Das ist auch ein schönes altes Gebäude und auch eben eins mit Geschichte, das ist schön. Jo, was übrigens nervt ist, ich kann das iPhone nicht koppeln. Keine Chance, geht nicht. Ich habe gedacht, das kann doch nicht angehen. Da habe ich kurz mit René geschnackt. Und er sagte, bei ihm ist das auch. Er hat ja den 726 Vorführer, auch mit neuester Software. Hier ist ja auch die neueste Software drauf. Koppelt nicht. Geht nicht. Also alles versucht, geht nicht. Bei dem 27, bei dem Mietschlepper, da war das überhaupt kein Problem. Da war ältere Software drauf. Da hat er sofort gekoppelt und hier keine Chance. Naja, da muss man mal eine Lösung finden. Weil es war dann auch hier mit dem Flug, hat jetzt hier ein paar Mal hin und her. So, und jetzt vergleichen wir mal hier die Optik. Hier war ja ohne Packer erste Bahn, hier ist mit Packer. Logisch, sauber geräumt, schönes sauberes Saatbett. Und hier, ja, und ich weiß, dass direkt Saatleute jetzt eine Hasskappe kriegen werden. Das ist so. Aber hier
Wind ist zu krass in der Kamera, ne? Hier haben wir das Problem. Und das wird ein großes Problem wahrscheinlich. Die Winterbegrünung kommt durch. Der Roggen. Und das ist auf den Kartoffeldämmen. Natürlich scheiße. Nicht schön. Warte. Außerhalb vom Wind eben weiterziehen. Das kann ich umdrehen. So, und jetzt haben wir uns das eben angeguckt. Und sind zu dem Schluss gekommen, dass uns das zu viel Gespiele ist. Also 5 Hektar okay, 18 Hektar, nee. Das reimt sich sogar. Nee, das ist zu krass, jetzt 18 Hektar so zu machen. Und nachher haben wir dann richtig die, nachher haut sich hin. So haben wir jetzt aber auf jeden Fall den direkten Vergleich, was ja schon mal schön ist. Und ich will zusehen, dass wir hier dann auch mal regelmäßiger hergucken mit dem Auto und uns dann angucken, wie die Dämme aussehen. Vor der Herbizidbehandlung, nach der Herbizidbehandlung und dann im Laufe der Vegetation. Vielleicht liegen wir falsch, das kann sein. Vielleicht ist das total toll, dann kann man nächstes Jahr mehr machen. Aber jetzt zum Probieren, wie gesagt, ist das dann doch ein bisschen viel mit 18 Hektar. Das lassen wir sein. So. Einmal muss ich gleich noch hoch und den Happy Dirt. Braucht ihr in dem Moment jetzt auch natürlich keine Schare wechseln. Die lege ich dann gleich wieder beim Nachbarn mit dahin. Der wird sich freuen, der kann nämlich gleich wieder los. Dann sage ich gleich noch Bescheid. Wir haben jetzt 10.30 Uhr. Ich, keine Ahnung, vielleicht 11 zu Hause. Da ist ein scheiß Brunnensod, da müssen wir gleich einmal Umzug drehen. Dann fahren wir noch einmal wieder hoch und dann war es das hier. Hilft alles nichts. Das kurze Vorgewende da oben, das habe ich gemacht. Das da unten, das werden wir dann mit Flügen. Da ziehe ich jetzt gleich nicht mehr durch. So, hier müssen wir jetzt mal einmal oben zu. War das zumindest der erste Einsatz mit dem 724. Ist ein sehr schönes Arbeiten, das kannte man ja nur von 27 schon. Ist eine schöne Leistung, das kannte man von 27 nicht. Bei diesem hier passt das alles zusammen, so wie wir das brauchen. Also bisher bin ich da wirklich sehr zufrieden. Wie gesagt, ein eigenes größeres Frontgewicht kommt dann noch. Dann kommt die Reifendruckregelanlage hier noch dran irgendwann. Und dann haben wir, glaube ich, eine schnieke Maschine zum Arbeiten. Das macht Spaß. Pferdefuß halt mit dem Bluetooth. Irgendwie gewöhnt man sich ja schnell an so einen Luxus. Und das will ich doch wohl gerne auch wieder haben, dass es funktioniert mit Freisprechen. Da müssen wir noch mal mit Schröder schnacken, ob die da eine Lösung für haben. Ich weiß auch nicht, welcher Softwarestand funktioniert. Ob einer der nächstjüngere dann, ob das da schon wieder gehen würde. Und dann wäre das für mich jetzt auch kein Riesennachteil, da ein Downgrade zu machen. Ich weiß es nicht. Aber da machen wir uns auch mal schlau. Vielleicht findet René ja auch noch was raus bei Fendt direkt. Ist klar, ne? Auf den letzten Metern. Oh Mann. Ja, aber ihn halten können. Boah.
Pause vom Kartoffelsortieren und freiwillig. Dann hat er mal läschen mit dem Stützrad. Wir haben uns eben ein bisschen Werkzeug zusammengepackt und Hohlspannstifte und Lenkscheiben, Seile, Ketten und Schäkel. Und dann juckeln wir mal nach Osterfese. Wenn er hier in der Gegend wäre, hätte er auch eben mit dem Flug ranfahren können. Aber Osterfese, das ist natürlich ein bisschen weit weg. Also, ja, da ist er. Frag mich, was da nun schon wieder mit ist. Das war doch gerade erst. In der Werkstatt. Ah, Kacke. Ah. Natürlich 5000 Hohlspannstifte, aber kein passenden. Das ist immer dasselbe. Aber hin MacGyvert. Ich hoffe, das hält jetzt erstmal. Zumindest so lange, bis das hier fertig ist. Und ich werde noch hier. So, zurück zur Lieblingsbeschäftigung, Kartoffeln sortieren. An dieser Stelle sei gesagt, für diejenigen, die sich ärgern, dass dieses Video zu lang ist, weil das ist definitiv sehr lang, fürchte ich, liegt einfach daran, dass ich keine Zeit hatte bis jetzt, mich daran zu setzen, um das zu schneiden. Also, sobald ich Zeit habe, schneide ich und dann gibt es ein Video und dann ist das wahrscheinlich zu lang, aber jetzt wisst ihr warum. Und wen das stört, ihr könnt da eine Pause drücken und zum späteren Zeitpunkt weiter gucken. Das ist kein Problem, YouTube gibt das her, insofern ihr angemeldet seid. Und wenn ihr noch nicht angemeldet seid, wie ihr euch jetzt anmeldet, dann könnt ihr auch gerne den Abo-Knopf drücken. Das würde mich freuen. So, bis gleich. Neuer Tag. Sonne geht auf. Freitag, 3. Mai. Wir räumen erstmal den Kinderstuhl weg. Dann gucken wir unter dem Wagen, ob da noch irgendwelche anderen Kindersachen runterliegen. Mann, ey. Oh, sieht nicht so aus. Düngerwagen aufstellen. 6:30 kommt die Pflanze. Das habe ich mal von einem von euch bekommen. Voll geil. Jens hat es wieder gefunden. Jens wusste, wo es in der Werkstatt liegt. Damit wir hier mal richtig Strom haben. Komm schon. Geh auf, du Scheißdeckel jetzt. So, und in der Theorie müsste der. Ach, den kann man sogar hoch. Ach, das ist ja geil. Aber da fällt der Dreck rein, ne? Das ist egal. Nein, das ist nicht egal. Ach, was weiß ich. Jetzt ist das Kabel zu lang. Egal. Aber in der Theorie lädt jetzt auch mal alles richtig. Jo, also, da sind die Kartoffeln drauf, die wir zuerst pflanzen wollen. Den habe ich jetzt aber eben abgehängt, weil der Pflanze ja gleich kommt. Wir müssen die Düngerschaufel noch rausholen. Und dann habe ich so gedacht, dass wir den Dünger eigentlich eben auf dem Hof einfüllen können. Das müsste eigentlich schon bald reichen dann für die ersten Kartoffeln und dann setzen wir um. Also der Plan ist, dass wir da hinten jetzt eben ein kleines Stück pflanzen, halt die Kartoffeln, die da drauf sind. Fontane und dann nach Osterfese bragglen und dann hoffentlich ganz fürchterlich viel fertig kriegen. Mal schauen. So, aber dann stellen wir das hier alles in Parkposition und dann kann er kommen. Schnellen Kaffee. Ja.
Geh los jetzt. So, das wären hier jetzt 2,5 ungefähr. Wir legen die ein bisschen weiter als die anderen. Knapp 3 vielleicht. Und dann wird umgesetzt nach Osterfesede auf den 18 Hektar Schlag und dann Vollgas. Mal schauen, ob Vollgas auch so klappt, wie ich mir das vorstelle. Jo, die Fontanen haben wir gleich alle. Ihr könnt ja mal reingucken. Ist so, oder? Mal eben schnacken. Normal würde ich jetzt ganz gern alles aufladen, wenn das passt. Wagen weg, eine Schaufel Dünger holen und dann hier auspflanzen. Dann können wir danach umziehen. Nach Osterfesede. Das hat gepasst. Also kann ich den Wagen gleich mit nach Hause nehmen. Der andere Kipper ist schon aus der Fiese. Vater und Jens bringen jetzt gerade noch eben den 18 Meter Scheibenecke dahin. Dass der da schon mal steht wegen Vorgewende. Ich hole jetzt eine Schaufel Dünger hier, damit das hier auf jeden Fall auch reicht. Und dann setzen wir um. Ja, Johann zieht nochmal die Kreiselecke durch. Und hier soll es dann auch gleich losgehen mit Pflanzen. Mal gucken, wie wir die schaffen heute. Bin mal gespannt. Ganzen Tag und abends mit Beleuchtung. Feuchtigkeit drin im Boden hier. Obwohl das jetzt schon so ein paar Tage trocken war und die Sonne schien und Wind war. Wahnsinn. Wir hoffen, dass es hier auch klappt heute. Da sind die ersten Kartoffeln. Vater fährt jetzt gleich kommt mit dem Düngerwagen. Jens kommt mit dem Autowagen. Dann fahre ich mit dem Autowagen nach Hause. Jens lädt erstmal, weil ich noch Physio habe. Und dann wollen wir mal gucken, was wir noch schaffen. Also das ist, ich fürchte, das ist heute nicht zu schaffen, solange wir da keine Lust haben. Ich habe das mal so grob überschlägig, wird das bis 2 Uhr dauern, 2, halb 3, also morgen früh. Ich fürchte fast, das wird nichts. Mal schauen. Aber wenn wir hier, wie ist noch 10, 12 Hektar, ach, ich hätte es ja gerne alles fertig gehabt, ne? Ja, nützt nichts. So, hier ist einmal, da steht übrigens der 818 mit der Scheibenecke. Ich hätte gerne da noch einmal mit der Scheibenecke, wäre ich da gerne noch einmal hochgefahren, weil das muss auch noch gemacht werden. Habe aber keinen Schlüssel hier. Schlepper ist dicht. Hier ist er eben noch einmal mit der Scheibenecke lang gefahren. Das ist ja nur mit dem Hausstieger gemacht, ne? Sieht besser aus. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, wie das mit dem Pflanzen wird hier auf diesen ersten 5 Hektar. Das werden wir ja in Kürze wissen. Ja, keine Ahnung. So, dann warte ich jetzt auf Jens. Joggle dann erstmal wieder nach Hause und dann sehen wir uns nachher wieso wieder. Bis gleich. Thank you.
Scheibe. Ne? Durch an dieser Stelle. Grüße an Christoph. Fühlt sich leichter an als vorher. Ich war jetzt, habe einen kurzen Abstecher gemacht nach Brugel. In Brugel gibt es nämlich Pizza. Und damit wir keine Zeit verlieren, gibt es heute Pizza auf dem Trecker. Ich löse Jens jetzt ab. Jens macht Mittag zu Hause. Und für einen Lohner gibt es Pizza. Ich hoffe, er mag die. Ich habe seine Handynummer nicht. Der war noch nicht bei uns. Und habe jetzt einfach mal Pizza gekauft. Ich hoffe, er mag die. Jo, und dann mal gucken. Ich bin gespannt, wie weit sie sind. Ihr werdet es schon wissen, weil ich höchstwahrscheinlich Aufnahmen von jetzt eingeblendet habe. Vermute ich mal. Und dieses Video wird immer länger. Oh Gott, es wird immer länger. Schnell ausmachen. Jo, mein Handy ist auf dem Trecker. Scheiße, ich guck gleich nochmal. So, jetzt 13:30, ich wollte euch die Uhrzeit sagen. Vater ist auch gerade noch gekommen. Nächsten Kartoffelwagen. So, also. Hier. Da. Hier ist getigert. Und sonst nichts. Warte mal. Bisschen weiter. Ich habe Vorgewende ja doppelt. So, irgendwo hier kann man es beurteilen. So sieht das jetzt hier aus. Im Damm sind halt die Maisstrunken. Bisschen Roggen, bisschen Quäke, alles dabei. Und Gräser. Da laufen wir mal einmal rüber. Da ist er jetzt gerade auf dem Geflüchteten angefangen.
Man sieht das aber auch schon an den Dämmen, dass das nicht die Prius ist. Ne? Die sehen dann doch geiler aus, die Dämme. So. Laufen wir hier auch noch vom Vorgewende noch ein bisschen weg. So, und so sieht es jetzt hier aus. So, ist das hier irgendwo hier ab hier? Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ne? So, und das ist halt dann die Frage, wie sich das bemerkbar macht im Aufwand für die Herbizidbehandlung. Wir werden sehen. Zwischendurch nachher muss ich irgendwann noch mal einmal Dünger nachholen. Irgendwie ja, spätestens 3:30 hier los, damit ich dann auch noch welchen kriege. Dann stuckelt sich das hier irgendwie zurecht. Wir haben jetzt hier 6 Hektar, knapp 5,5 oder so sollten hier jetzt drin sein. Und heute Morgen zu Hause, das waren nur 2. Also hängen wir irgendwas zwischen, was jetzt? Irgendwas zwischen 6 und 7 Hektar. Plus minus. So, wieder nur ein paar Krümel Dünger nachholen, aber wie immer, es reicht sonst nicht. Hilft nichts. Aber auch wie beim letzten Mal, lieber einmal mehr juckeln und dafür nahtlos weiterpflanzen können. Ne? Also fahren wir jetzt von hier über Westerfesede direkt nach Stopp. Gucken, ob der Schieber richtig zu ist. Über Westerfesede nach Schesel. Holen Dünger nach. Ich rufe da gleich jemanden einmal an, bestelle den schon mal vor. Meistdünger. Geht doch hier nicht mehr so schnell. Ah. Ah. 15:29 Abflug.
Moin. Tja, das ist nicht nur beim Pflanzen, dass man hier Kartoffeln an beide Ende braucht. Das ist dann auch beim Roden, dass wir an beiden Enden Wagen brauchen. Das wird noch sportlich im Herbst hier. Das wird noch richtig sportlich, dürfte mich daran erinnern. Lull. Sechs. Das ist jetzt, oh Gott, der vierte Wagen. Der andere ist gerade leer geworden, das ist die letzte Schaufel daraus. Dieser ist voll, ein paar Kartoffeln werden wohl noch, boah, ich weiß nicht, ob wir das hier fertig kriegen, aber aufladen müssen wir sie so oder so. Vater hat den jetzt mitgenommen, den anderen Kipper, und drehen noch ein paar Kisten rauf. Ina war eben gerade hier, hat lecker Brot und Kaffee gebracht, jetzt sind wir wieder gestärkt. Komm mal noch ein bisschen, ne? Mal schauen. Such die Maus. Wo ist er hin? Jetzt ist er weg. Seid ihr da? Ja, oder? Boah, Schädel. Und ich habe Abhilfe. Wir haben es kurz nach 7. Kurz geschnackt. Es hätte sein passieren können, dass Jürgen noch dazu kommt. Das passiert jetzt nicht. Und er sagt, wenn es dunkel ist, kann er auf den Kameras da an der Maschine gar nichts mehr sehen. Also ist hier, weiß ich nicht, 8:30 ist hier Schluss. Können wir sie nicht rein. Schade. So, ich habe eben noch mal Wetterbericht spekuliert. Da steht, also die sind sich alle einig, dass es irgendwie Regen gibt, aber in der Menge sind sie rund eins. Ja, der eine sagt da Sonntag 8 Liter, der andere sagt Dienstag 8 Liter und dann sonst 3 und ach, keine Ahnung. Jetzt bin ich am Überlegen, wir machen jetzt da vorne das Vorgewende, zeige ich euch gleich, das kurze, dann den, in der Verlängerung da hinten am Wald, wo ich jetzt immer Kartoffeln hingejubelt habe, das Vorgewende eigentlich auch noch eben. Und dann bin ich am Überlegen, ob wir dieses Vorgewende hier, das ist ja noch lange nicht fertig, der Schlag. Aber wir könnten jetzt so weit pflanzen, dass wir aus den ganzen nassen Ecke raus wären vom Vorgewende. Ich glaube, das ist vielleicht nicht ganz blöd, das auch noch zu machen. Und dann haben wir da halt eben einen Versatz. Da muss man aber eben, dann ist das so, ne? Wenn dann da ein Meter dann irgendwie komisch ist. Aber dann wären wir aus dem nassen Loch raus. Da machen wir nochmal eben Gedanken drüber. Keine Ahnung, Vater wollte eigentlich noch Kartoffeln nachholen, den hatte ich noch eben Bescheid gesagt. Der lässt sich jetzt hierher fahren, dann kann er den 818 schon mal abholen, dass der weg ist. Dann müssen wir das nachher nicht. Ja, und Kartoffelwagen kann ich dann mitnehmen und er kommt dann mit dem 724 noch einmal wieder hergeschüttelt und holt den Düngerwagen weg. Und dann hält wieder, ne? Also 1,5 Stunden noch oder so und dann ist Geschicht. Ja gut, es ist auch ein sportliches Ding gewesen. Ne? 20 Hektar an einem Tag, das geht halt nicht so einfach. Aber wir sind ganz gut davor. Ich wollte nachher mal fragen, wie viel er jetzt auf dem Hektarzähler drauf hat. Das müssten ja jetzt so langsam alle 15 Hektar sein. Wir werden es wissen. Da jetzt noch ein bisschen Kartoffeln rein und dann können wir langsam wieder zurücktüdeln ohne viel Gestuckel. Weil das Gestuckel, das drückt mir gerade mega in den Nacken.
Holländer sagen, Samstag könnte ein bisschen regnen, aber null. Sonntag Gewitter möglich, 3,2. Montag 0,8, egal. Dienstag 7,6. Und dann Mittwoch nochmal 0,4 vielleicht. Das ist alles egal, aber die 7,6, wenn die dahin regnen, dann ist scheiße. Deshalb werde ich gleich mal, wir kommen schon zurück, Kartoffeln rein und dann soll das versuchen, hier einmal hochpflanzen. Ja, danach sieht es, da wird es auch wieder wärmer, ab dem 12. irgendwie. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, Kartoffeln schütte ich jetzt nicht ein, das könnte hier jetzt gleich schon, die erste Bahn könnte gleich ein Problem werden. Und wenn dem so ist, dann ziehe ich ihn durch. Dann ziehen wir hier die erste Bahn so durch. Aber viel trockener wird das hier nicht jetzt. Kurvfahrt dann da hinten noch mit dem Grubber wieder rum. Einfach reinpflanzen hier. So, na, läuft, muss laufen. Ich sag's euch, wie es ist. Da fehlen breite Puschen, eine Regeldruckanlage und eine Kreiselecke. Und dann läuft der Laden auch, dann zieht er das auch durch. In solchen Jahren wird das schon echt helfen. So, kommt er da? Ja, oh, da war glaube ich schon die nasseste Stelle. Ja, geht doch. Ach, sehr schön. So, das ist mir dann auch lieber hier. Dann, wie gesagt, dann haben wir da vorne dann eben einmal gegen zu pflanzen, wenn wir das nächste Mal hier sind. Aber das ist egal. Das ist wirklich egal. Hauptsache, wir sind aus dem nassen Loch hier raus. So, hier ist auch noch mal ein bisschen nasser. Geht auch. Geht ab? Nee, passt. Ach, das ist doch gut. So muss das. Wir brauchen jetzt auch erstmal keine Kartoffeln zu. Warten wir noch eben mit ab. Umso leichter zieht er. So, und dann, wie gesagt, jetzt so weit bis da, wie wir hier längs gepflanzt haben. Sehr gut. Und dann fahren wir gleich noch nach oben. Vorgewende machen. Und dann, solange wir hier Lust hat und das noch nicht ganz dunkel ist, hier nochmal ein, zwei Bahnen längs. Sehen kann. Da hinten fährt Vater an, der holt gerade den Düngerwagen weg. Wir haben es jetzt 21:02 Uhr. Ich muss ihn gleich erstmal eben fragen, ob er noch, wie viel Kartoffeln er noch brauchen kann. Weil wenn der Dünger leer ist, dann müssen wir Schluss machen. Und wir wollen natürlich dann nicht irgendwie, wer weiß, wie viele Kartoffeln im Pflanzer überbehalten. Mal gucken. Oh, gut, dass wir drüber gesprochen haben. Wenn wir Glück haben, ist alles gleichzeitig leer. Auf jeden Fall keine Kartoffeln mehr rein. Mal schauen. Vielleicht haben wir ja ein bisschen Glück. Thank you.
Scheiß was, ich warte das noch eben ab. Runterlassen kann ich ja immer noch. Müssen wir gleich ja sowieso noch erst die Düngerschaufel einladen. So. Also ich würde mal so grob schätzen. Keine Ahnung, 5 Hektar noch oder sowas. Mal gucken, was er gleich sagt, was er auf dem Zähler hat. Was ich vorhin schon sagte, also da sind wir jetzt aus dem Nassen raus. Hier wird das nicht so schlimm, wenn es regnet. Da an der Seite wird das ein bisschen schwieriger. Also hier so, ja, keine Ahnung, 40 Meter oder so. Und da hinten so im letzten Drittel quer rüber, da war auch so eine Senke. Ja, mal sehen. Mal sehen, ob es überhaupt den Regen gibt, den sie ansagen. Ich weiß das nicht. Keine Ahnung. Zehn nach neun. Also jetzt hat er die Rundumleuchte angemacht und ich interpretiere das so, dass er noch ein paar Kartoffeln braucht. Also jetzt habe ich noch ein paar Kartoffeln in der Schaufel. Mal gucken, ob ich das richtig verstanden habe jetzt gerade. Wir stellen fest, dass wir die Handynummern nicht ausgetauscht haben. Ganz schlau. Habe ich richtig verstanden. Festfahren wäre hier auch jetzt gerade nicht möglich. Ja, der war tau. Jo, dann Schaufel wieder ran, Anhänger ran, ab nach Hause. Und der Pflanzer muss leider auch noch mal einmal mit, weil da noch etwas Dünger drin ist. Aber jetzt Kartoffeln nachschütten und immer hin und her, da haben wir nachher Kartoffeln, irgendwas bleibt über. Das ist in der Theorie hätte man Glück haben können, in der Praxis, wie man sieht. Nü, nada. Lässt sich jetzt nicht ändern. Ist auch schwierig einzuschätzen, wie viel das noch ist, aber so ganz wenig ist es, glaube ich, nicht. Daher, Dünger ist teuer. Ne?
das klappt. Naja, ist wie es ist. Sechzehn Komma zwei Hektar hat er jetzt auf dem Zähler. 16,2 Hektar auf dem Zähler bedeutet, hier waren 2, sind da 14,2, dann fehlen da 4 Hektar statt 5, was ich vorhin geschätzt habe. 4 Hektar noch. Ja. Gut. Ja, dann wäre das tatsächlich 13:30 oder so geworden. Ne? Naja. Also, liebe Leute, gute Nacht. Samstag, 4. Mai. Ja. Moin. Wie das denn so manchmal ist, wenn man viel mit Tauschflächen arbeitet, einjährigen Kartoffelflächen, dann geht auch mal was verschütt. Was Blödes. Also da haben wir Kartoffeln gepflanzt. Das geht da so rum, so ein L. Das war da, wo der René auch hier war. Der stand da mit seinem Auto. Oder für euch zur Orientierung. Was wir nicht auf dem Schirm hatten, ist, dass dieses hintere Stück, weil da geht es quer geht ein Graben, dass dieses hintere Stück auch noch dazu gehört. Das ist irgendwie so ein Hektar. Ja, ist manchmal wie es ist. Ne? Hilft alles nichts. Nachbar fährt uns eben noch hier Gülle rauf. Ich arbeite das ein. Jo, und dann haben wir hier noch, müssen wir hier nochmal wieder anrücken. Das ist dann halt so. Ne? Also Düngerwagen muss hier nicht mit her. Wir müssen da hinten auf der anderen Seite ja sowieso noch pflanzen. Da hatten wir ja abgebrochen, weil es zu nass war. Kann der Düngerwagen dahin. Aber ein bisschen Dünger rein hier. Eine Tonne. Und Pflanzgut können wir im Grunde auch von daher juckeln. Das sind 3 Tonnen.
müssen wir mal, ja, oder wir nehmen den Wagen da irgendwo an der Seite auf dem Weg noch oder sowas. Keine Ahnung. Ja, ist wie es ist, ne? Aber ist ja schön, wenn man dann auf einmal noch einen Hektar mehr hat. Das passt ja ganz gut rein. Wir müssen nur gucken, wie das mit dem Pflanzgut hinhaut, ne? Ich mache die Lüftung mal eben kurz ein bisschen leiser. Ansonsten liegt heute nichts mehr an. Das hier dauert ja ohne jetzt ewig. Jetzt ist es kurz vor 9. Und dann habe ich so ein bisschen Hoffnung, dass ich dieses Video vielleicht nochmal irgendwie geschnitten kriege. Sonst ist es nachher. Da haben ja schon welche geschrieben. Hoffentlich hat das 3 Stunden Länge. Ja, wenn das mal nicht tatsächlich schon bald so ist. Ich weiß es nicht. Also. Ja, tschüss sage ich noch nicht. Vielleicht bis gleich. Bis gleich. Jo, happy dat. Da sind die Kartoffeln, ne? Von dieser Seite vielleicht ein bisschen besser zu erkennen. Ja, das war's für mich mit Grubbern. Feier jetzt eben nach Hause und dann kann Junior noch eben losfahren, noch 2 kleine Schläge durchziehen, dass wir die vielleicht auch nächste Woche nochmal gepflanzt kriegen. Und dann ist die Woche quasi rum. Junge, 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 Junge. Taritara, der Jens ist da. Guten Tag. Guten Tag. Also, wir wollten eigentlich mal eben Tschüss sagen. Jens war beim Putzer, guck mal da. Ja, schön. Alter Schnieke. Ich kann nicht mal wieder aus der Kasse. Der Barber. Da muss ich eigentlich auch noch mal irgendwie hin. So, hier hat Jens ja fleißig, aber du hast hier zwischendurch gezeigt, was du machst. Ja, ich hatte das von innen und so und was hier so ungefähr vor ist. Okay. Jens hat hier ein Profifenster gebaut, guck mal. Und du hast ja sogar den Tittenputz hingekriegt. Wie hast du das denn gemacht? Keine Ahnung, das sieht doch so blöd aus, aber naja. Wieso das sieht, wenn das gestrichen ist, fällt das überhaupt nicht auf. Krass. Ich glaube, bei Putzen war ja noch einfach, aber die so einen Pickel daran bauen, das ist schon eine Wissenschaft für sich. Aber voll geil. Und mega, ich brauche ja gar kein Fenster mehr bestellen. Nee, du brauchst nicht mehr. Das kann doch so bleiben, oder nicht? Ja, das wird ein bisschen gestrichen und ist das gut. Ja, Plexiglas einfach verglast. Also, was will man mehr? Ja, da gibt es auch Eisblumen im Winter. Ja. Das ist richtig romantisch. Ja, romantisch, ne? Genau. Ja. Aromatisch. Ja, voll geil. Also das ist echt cool geworden. Peak fine. Ja, es wird langsam, ne? Ja, so langsam. So. Ja, also wir stehen hier vor unserem neuen Fendt 103. Ja. 30 PS. Ja, was hat er denn? 103. 103, also, ja, 103 okay. Kann er ruhig haben. Ne? Ja, also wer sich wundert, warum da so eine beknackte Zahl dran ist, es gab einfach keine gescheite Zahl. Also nichts mit 700, was irgendwie hätte passen können. Nee. Und die Buchstaben wollte ich wohl haben, ne? Die Buchstaben ziehe ich jetzt durch. Ja. Also wenn die nicht mehr frei sind, dann muss ich irgendwo im Kennzeichen abbauen beim anderen oder sowas. Keine Ahnung. Genau. Gut, weil, kleiner Spoiler, dieses Jahr brauchen wir ja nochmal Kennzeichen. Aber mehr sagen wir, mehr verraten wir nicht. Ja, richtig. Wir brauchen nochmal RH, aber da sage ich jetzt nicht, was es ist. Da dürft ihr in den Kommentaren, wenn ihr Bock habt, gerne raten. Ja. Aber beantworten werde ich das nicht. Nee. Und jetzt auch nicht. Nee. Also der ist auch nicht bestechlich. Nee. Nein, das wird nicht verraten. Also, das Video ist, also ich habe gerade meine Speicherkarte, das ist Jens Kamera, schon rüberkopiert. Das waren 113 GB. Nur auf meiner Speicherkarte, jetzt kommt deins noch dazu. Ja. Das wird ein Marathon im Schneiden, das wird ein Marathon im Rendern, das wird ein Marathon im Hochladen und für euch wird es ein Marathon, war es jetzt in diesem Zeitpunkt ein Marathon zum Gucken. Ja, ist also keine Zeit gewesen, aber immer zwischendurch was zu machen. Nee, also, ist so. Also dann hoffen wir, dass ihr Spaß gehabt habt und dass ihr durchgehalten habt. Wenn ihr das tatsächlich geschafft habt, bis zu diesem Zeitpunkt zu gucken, Respekt. Also ja. Hut ab, Chapeau, genau. Also sehr geil, ihr seid mega. Also das, dann muss ich sagen, geil, also fett. Für den Notfall gibt es noch die Pausentaste, ne? Also ja, man kann ja auch später, aber das habe ich schon alles erzählt. Ja. Also, in dem Sinne, nicht noch zu viel rantüdeln an dieses Video. Ja, wir sagen jetzt tschüss, vielen Dank, dass ihr reingeguckt habt. Lasst uns gerne ein Abo da, gerne ein Like da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, ne? Also, Dankeschön, reinhauen. Ja. Fizzing! Schön. Mein Schatz! Mein Schatz!